Filmpraktikant Simon dreht im Lockdown eine Komödie, bis er merkt, er ist gefangen in seinem eigenen Film. Hä? Film im Film? Lockdown-Movie im Lockdown? Hier ist die Story, wie mein Bruder und ich zusammen mit unserer Crew den weltweit ersten Spielfilm aus dem Lockdown gemacht haben und warum und wo du ihn jetzt sehen kannst. Danke auch. Oh, hallo. Flashback. März 2020, erster Lockdown. Viele Kunst- und Kreativschaffende sind in ihrer Existenz bedroht. Wir als Filmstartup auch. Auf der ganzen Welt werden nämlich keine Filme gedreht. Moment mal, das ist eine Riesenchance. Das ist unsere Chance zu zeigen, dass wir mit einem kleinen Team und einer witzigen Story einen geilen Film machen können. Aber wie macht man überhaupt in 2 Monaten einen kompletten Spielfilm? Erstmal brauchst du eine Story. Normalerweise dauert es zwischen 6 Monaten und manchmal auch Jahren, so ein Spielfilmdrehbuch zu schreiben. Aber wir wollten ja nah am Lockdown geschehen sein und deswegen haben wir gesagt, wir geben uns 1 Woche. Und dann heißt's Action. Über eine Insta-Story wurden wir von einem befreundeten Kameraverleih mit Equipment unterstützt. Dann haben wir uns in Arbeitsquarantäne begeben. 2 Wochen, Tage und Nächte lang haben wir im Büro gedreht. Wir machen gerade Prep für unseren Quarantäne-Movie, den wir aus unserer Büro-Quarantäne hier drehen. Normalerweise hast du ja 50 bis hunderte von Leuten an so einem Spielfilmset. Einen Kameramann, einen Beleuchter, einen Beleuchtungsassistenten. Regisseur, Maske, Filmbild, Kostümbild, einen Fahrer. Wir waren zu fünft. Wir mussten mit dem auskommen, was da ist. Erstens, Locations. Wegen Ausgangsbeschränkungen spielt alles im Büro, logisch. Aber wie wird das nicht langweilig? Halt mich doch! Au! Zweitens, Requisite. Wir haben gebrainstormt. Was ist da von alten, anderen Projekten? Wir haben gefunden, eine Schreibmaschine, einen Maleranzug und das alte Auto von meiner Oma. Und drittens, am wichtigsten, Casting. Wir konnten fürs Schauspiel über Videocall Sebastian Winkler von Bayern 3 und Nachhaltigkeitsinfluencerin Luisa Dellert begeistern. Und der Rest ist selbst gemacht. Anstatt als Regisseur vor der Kamera, Anstatt als Regisseur hinter der Kamera dürfte ich diesmal vor die Kamera. Und ich mache sogar meine eigenen Stunts. Nach dem Dreh geht's dann in den Schnitt. Da geht's auch um Musikkomposition, Sounddesign, um visuelle Effekte. Da war es echt cool zu sehen, dass andere Filmemacher, denen auch die Jobs weggebrochen sind, mitgeholfen haben. Und so ist Lockdown-Movie entstanden. Ein Film über den Lagerkoller und Zusammenhalten. Und vielleicht können wir ja mit dem Film ein kleines Zeichen für die Kreativbranche setzen. Wir können gegen Corona kreativ sein. Und jetzt liegt's an dir. Schau dir den Film an in deinem Heimkino auf www.lockdown-movie.de. Unterstütze uns gern mit so wenig und so viel, wie du möchtest und erzähl deinen Freunden davon. Vielen, vielen Dank.